Keine Frage, das Hauptthema heute war der Krypto-Crash. Wir sahen Bitcoin kurz unter die 30.000er Marke fallen. Wir sahen Ethereum, Ether unter die 2000er Marke fallen. Und die Frage ist, was ist da eigentlich los? Warum passiert so etwas? Und da gibt es wohl die überzeugendste Antwort. Wir haben heute so eine Art Wetterleuchten gesehen auf ein absehbar kommendes Gewitter. Und dieses Gewitter entsteht dann, wenn die Notenbanken die Liquiditätszufuhr reduzieren oder stoppen. Denn es ist schlichtweg so, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen ja maßgeblich davon profitiert haben, dass die Notenbanken die Märkte mit Liquidität geflutet haben. Das ist der Grund, warum wir täglich x neue Kryptowährungen sehen, die an den Markt kommen. Das erinnert so ein bisschen an den neuen Markt in der Dotcom-Blase. Da schossen ja auch Unternehmen wie Pilze aus dem Boden, die irgendwas mit Internet zu tun haben. Jetzt ist irgendwas mit Krypto schon ausreichend. Und ich weiß, jetzt kommen wieder die ganzen Fanboys und Fangirls und sagen, der Fug, man, keine Ahnung von Bitcoin und Co. Das ist das rituelle gebarende rituelle Antwort auf alles, was ein bisschen differenzierter versucht, auf die Dinge zu blicken. Ich habe überhaupt nichts gegen Bitcoin. Die darunterliegende oder dahinterliegende Blockchain-Technologie ist etwas, was revolutionär ist und bleiben wird. Aber es werden viele Kryptowährungen nicht bleiben, so wie viele Unternehmen, die damals in der Dotcom-Blase entstanden sind, eben auch nicht geblieben sind. Aber vielleicht wird es so sein, dass 1, 2, 3 bestehen bleiben, wie damals eben auch in der Dotcom-Blase, als manches Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckte, was heute eine fast monopolartige Stellung hatte. Aber schauen wir uns mal an, was da vielleicht für diese Liquiditätsthese spricht. Wir fangen zunächst mal an mit der Bank of America und dieser Umfrage. Muss Crowded Trade, also wo vermuten die Großinvestoren, die von der Bank of America befragt werden, eigentlich die, naja, die Herde, die sozusagen alles niedertrampelt? Man geht davon aus, dass die alle long in Bitcoin investiert sind. Allerdings sind diese befragten Großinvestoren überwiegend gar nicht in der Lage, Bitcoin zu handeln. Das dürfen sie regulatorisch gar nicht. Also die Frage ist, wie werthaltig ist diese Einschätzung? Werthaltiger ist aber das, was JP Morgan am 21. April gesagt hat. Da hat man gesagt, ja, also wenn Bitcoin jetzt nicht schnell wieder über die Marke von 60.000 Dollar steigt, dann kann es eng werden. Dann kann es für einige Monate sehr ungemütlich werden. Und ja, es ist zumindest jetzt um und bei einem Monat her, dass JP Morgan diese Warnung ausgesprochen hat. Bitcoin hat es nicht mehr geschafft, über die 60.000 Dollar Marke zu steigen. Und seitdem ist der Wurm ein bisschen drin. Wir sehen, dass um und bei 1 Billion an Marktkapitalisierung zwischenzeitlich entschwunden war. Vielleicht hat es nur jemand anders, aber es war zwischenzeitlich jedenfalls so. Auf dem Tiefpunkt heute so um und bei 15, 15:30. Und da gab es diesen massiven Abverkauf. Es gibt ja Berichte, China würde hier Crypto-Payments verbieten, also Zahlungen mit Kryptowährungen. Es gibt hier verschiedene Aussagen von Nvidia, die sagen, ja, wir wollen jetzt unsere Grafikkarten, unsere Chips nicht mehr für vorwiegend für Mining oder für andere Dinge im Kryptobereich zur Verfügung stellen, sondern eben für Games, für diese Geschichten. Also was auch immer der Grund sein mag, man kann hier manches anführen. Jedenfalls sehen wir, dass viele Krypto-Stocks, also wie MicroStrategy und andere, da ziemlich unter Druck gekommen waren. Und dann kam noch dazu, dass Coinbase zum Beispiel, diese Krypto-Plattform, zwischenzeitlich Probleme hatte. Das passiert immer, wenn irgendwie richtig Dampf ist, wenn es richtig abgeht, dann haben diese Börsen, dann haben diese Plattformen Probleme. Ist im herkömmlichen Bereich, im Aktienbereich teilweise auch so. Wenn an unserem GameStop, da gab es auch Probleme bei Trade Republic, da gab es Probleme bei Robinhood etc. Das ist nicht so fürchterlich ungewöhnlich. Aber schauen wir uns mal an, wann dieser Abverkauf eigentlich einsetzt. Sarah Eisen hat darauf hingewiesen, dass das ziemlich parallel, ziemlich kongruent lief zu der Aussage der EZB, die Bitcoin und andere Kryptowährungen verglichen hat mit der Tulpenmanie und der Südsee-Bubble in den 1600er und 1700er Jahren. Da gab es heute den Financial Stability Report, wo die EZB eben sagt, also das ist schon ein bisschen tulpenmäßig.
Ob sie da recht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls geschah der Abverkauf zu diesem Zeitpunkt. Kann Zufall sein, ist wahrscheinlich auch Zufall, aber es deutet manches darauf hin, dass da eigentlich die Probleme doch ein bisschen tiefer liegen. Zunächst mal, es ist gar nicht so ungewöhnlich, gerade jetzt mal im Falle von Bitcoin, dass wenn eben Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, dann gab es immer wieder einen Drawdown, also einen Rücksetzer von durchschnittlich 48%. Was wir heute gesehen haben, war, glaube ich, in der Spitze so um die 40% vom Allzeithoch. Respektive, das ging schon richtig heftig zur Sache. Wir sehen auf jeden Fall den größten Fall seit Beginn der Corona-Krise, 12. März 2020. Also schon erwähnenswert, was da passiert ist. Und die Nervosität der Märkte war insgesamt groß. Wir sahen die US-Futures deutlich im Minus, die US-Aktienmärkte deutlich im Minus, haben sich dann erholt wieder. Aber es dürfte erstmal volatil bleiben. JP Morgan hat hier übrigens auch noch beobachtet, dass es so einen Shift, einen Wechsel gibt bei institutionellen Investoren raus aus Bitcoin, rein ins traditionelle Gold. Also das Instrument der Steinzeit-Boomer ist plötzlich wieder gefragt. Und JP Morgan sagt auch, die Bitcoin-Flows, also die Geldströme zeigen, dass sich da die Lage ein bisschen verschlechtert, dass die institutionellen Investoren deutlich vorsichtiger werden, dass also hier doch eine gewisse Rückbesinnung auf die traditionellen Dinge der Fall ist. Alle Dinge schnappen irgendwann mal wieder zurück. Alles passiert in Wellen. Derzeit sehen wir also ein Rückschnappen in Sachen Gold. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die Kryptowährungen teilweise haben erleiden müssen, die ja vorher natürlich auch massiv gestiegen waren. Seit dem Hoch 2021 sehen wir zum Beispiel Bitcoin 44%, Litecoin auch 44%, Dogecoin 53%, aber auch Cardano, Ripple, wie sie alle heißen, Ether 42%. Also da ist durchaus ein bisschen was verbrannt worden. Wer da zu spät eingestiegen ist, zu hoch eingestiegen ist, der hat vielleicht Problemchen. Aber jetzt kommt eben der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Warum sind die Märkte so nervös? Sowohl die Aktienmärkte als eben auch vor allem die Kryptomärkte. Und das ist, wie Mohamed El-Erian heute in einem Interview bei CNBC gesagt hat, die Märkte fürchten, dass die Fed hinter der Kurve ist. Dass sie also letztendlich nicht erkennt, dass da etwas in der Mache ist, nämlich der Anstieg der Inflation, der heftige Anstieg der Inflation möglicherweise. Und die Fed dann plötzlich realisiert, oh, jetzt werden die Dinge ein bisschen hodi-hodi in Sachen Inflation. Jetzt müssen wir auf die Bremse treten. Und das ist eben das, was ich am Anfang meinte. Das ist so eine Art Wetterleuchten auf dieses Gewitter, was dann zu erwarten ist. Wir erinnern uns alleine an das Taper Tantrum im Jahr 2013, als Ben Bernanke eben ankündigte, ja, wir werden mal die Anleihekäufe reduzieren. Und genau das fürchten die Märkte ja perspektivisch auch, dass die Anleihekäufe reduziert werden. Macht ja auch Sinn angesichts überwiegend ja sehr starker Wirtschaftsdaten, einer Wirtschaft, die in vielerlei Hinsicht natürlich jetzt brummt, Reopening, da ist natürlich Pent-up-Demand, da sind Nachholeffekte schlichtweg der Fall. Da gibt es ja Lieferschwierigkeiten, Bottlenecks ohne Ende und das sorgt eben für Preisanhebungen. Wir haben Rohstoffpreise gesehen, die massiv gestiegen sind. Wir sehen diesen Mangel an Chips derzeit. Also es gibt da sehr, sehr viele Punkte, aber die Märkte hinterfragen, und das ist der zentrale Punkt von Mohamed El-Erian, das Liquiditätsparadigma. Und es ist die Liquidität, die alles nach oben getrieben hat, sowohl die Aktienmärkte als auch die Rohstoffmärkte, als auch eben die Kryptowährungen. Und wenn diese Liquidität abnimmt, wenn klar ist, es wird nicht mehr so mit der Liquidität, die wird sich reduzieren, dann werden auch die Kryptowährungen ein Problem bekommen und vor allem jene Kryptowährungen, die eher so mitlaufen, also so Modeerscheinungen eher wie Dogecoin und andere, Bitcoin etc., Ether könnte bleiben. Wie gesagt, auch in der Dotcom-Blase gab es da eben diese Unternehmen, die sich dann später durchgesetzt haben. So dürfte es auch bei den Kryptowährungen bleiben, zumal eben die dahinterstehende Blockchain-Technologie wirklich etwas ist, was bleiben wird. Das ist, wenn man so will, das neue Paradigma, was in der Dotcom-Blase das Internet war, das ja auch geblieben ist und unser Leben massiv verändert hat. Das ist jetzt vielleicht in den 2020er Jahren dann die Blockchain-Technologie mit den Möglichkeiten, die daraus entstehen. Aber viele Kryptowährungen wird es trotzdem erwischen und diejenigen, die ihr Geld da reingesteckt haben, werden ein Problem haben. Heute ein Artikel von Hannes Zipfel bei uns auf finanzmarktwelt.de.
Dogecoin und Co. Gelddruckorgie führt zu absurder Kapitalverschwendung. Sie können den unteren Text hier nicht komplett lesen. Ich wollte es Ihnen einfach mal vorlesen, weil ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Nirgends werden die dekadenten Folgen der weltweiten Gelddruckorgie so gut sichtbar wie bei den absurden Spekulationen mit Spaß- und Protestwährungen wie Dogecoin, Stapleton oder Elon Coin, also diesem Coin, der geschaffen wurde als Hass-Subjekt sozusagen gegen Elon Musk, anstatt Kapital für wirklich sinnvolle, wirtschaftlich sinnvolle Zwecke zur Verfügung zu stellen, verkommen Teile des Finanzmarkts durch Zockerei à la Pump und Dump zu Online-Casinos. Gemäß dem Motto, Hauptsache der Kurs steigt, warum ist egal? Und genau das ist teilweise zumindest die Mentalität eben der Generation, die andere als Boomer bezeichnet, die investieren in GameStop, obwohl das Unternehmen, naja, Schrott ist, kann man sagen. Vielleicht eine Überlebensperspektive hat, vielleicht auch nicht, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo man jetzt sagt, wow, da ist die Zukunft. Und aber da ist es auch egal, ob das jetzt GameStop ist oder AMC oder irgendwas anderes. Hauptsache, der Kurs steigt. Ich habe das in Gesprächen mit Vertretern dieser Generation auch durchaus persönlich da erfahren dürfen. Da will man sozusagen das schnelle Geld machen. Das ist spekulieren und zocken und nicht investieren. Das ist eben der Unterschied. Ist alles legitim, kann man machen. Aber man muss dann eben auch das Risiko vergegenwärtigen, dass die ganze Geschichte mal in die andere Richtung läuft, so wie das heute der Fall war. Den Artikel von Hannes Zipfel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Sehr lesenswert. Wenn wir uns jetzt mal Bitcoin nochmal anschauen. Da haben wir erst seit 6 Jahren Daten, also noch nicht so fürchterlich lange, was den sogenannten Margin Debt betrifft, also die Hebelung praktisch, auf wie viel Eigenkapital und Kredit hier gehandelt wird. Und wir haben kürzlich ein absolutes Allzeithoch bei diesem Margin Debt gesehen. Und der ist alleine seit März 2020, also Corona-Krise, Beginn der Corona-Krise, jetzt um 76,8% gestiegen. Bitcoin allerdings seit diesem Zeitpunkt sogar um 900% gestiegen. Also man sieht hier einfach schlichtweg eine gewisse Überhebelung und irgendwann schnappt eben ein sehr angespanntes Seil mal zurück. Das passiert gelegentlich und wir sehen das, was Tom McLellan interessanterweise hier beobachtet hat. Normalerweise haben wir Abverkäufe bei Bitcoin immer dann gesehen, wenn es sehr, sehr hohes Open Interest am Bitcoin-Future-Markt gab, also wenn viele Kontrakte am Laufen waren, wenn viel Interesse am Laufen war in Sachen Bitcoin. Da ist jetzt diesmal etwas anders. Das Open Interest ist tendenziell rückläufig, also es ist nicht so, dass da die Börse oder der Markt den Weg des größten Schmerzes geht, indem man versucht, alle abzuholen, diejenigen, die long sind, diejenigen, die short sind, sondern das Open Interest ist gesunken. Und dennoch ist der Kurs heute zumindest zwischenzeitlich gecrashed. Wie gesagt, hat sich dann ja erholt. Letzter Stand, was ich gesehen habe, $37.000, war aber schon unter der 30er Marke. Und da haben wir natürlich dann unsere Superkandidaten wie Cathy Wood, die ja bekanntlich in Bitcoin investiert ist, die in Tesla investiert ist. Also sozusagen genau so etwas im Depot hat, was heute zwischenzeitlich hier unter Druck war. Tesla unter Druck, weil in China die Dinge nicht so richtig toll laufen. Zum Beispiel, Cathy Wood hat heute gesagt, unsere Portfolios werden sich verdreifachen in den nächsten 5 Jahren. Hier sagte Stalingrad und Pursky zutreffend, makes Bernie Madoff blush, also lässt Bernie Madoff wie einen Waisenknaben erscheinen. Cathy Wood hat nach meiner Auffassung das Problem, dass sie sagte, diese Technologien werden so disruptiv, so 100% disruptiv, dass alles, was Value ist, im Grunde in die Tonne geschmissen werden kann. Deswegen setzt ihr auf Growth, deswegen setzt ihr auf heute noch unprofitable Tech-Unternehmen und glaubte, da kommt die ganz, ganz große Disruption, aber möglicherweise wird sie die nächsten Jahre finanziell nicht überleben oder ihre Produkte finanziell nicht überleben. Wer also sagt, meine Portfolios werden sich in den nächsten 5 Jahren verdreifachen, der ist mutig, das kann ja durchaus passieren, aber es ist natürlich schon eine gewisse Hybris, die da der Fall ist. Jetzt ist bekannt geworden, dass sie in den Rückgang der Tesla-Aktie sich reingekauft hat, hat mehr Tesla gekauft. Und sie ist nach wie vor der Überzeugung, dass Bitcoin auf $500.000 steigen wird und dass diese Korrektur bei Bitcoin die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Krypto-ETFs von den Regulatoren genehmigt werden. Letzter Stand der Dinge ist, dass es eben nicht genehmigt wird, aber der Glaube stirbt zuletzt, vor allem wenn man Produkte betreibt, die ARK heißen, also Arche Noah. Da kann man sich retten vor der Flut, der Vernichtung. Value wird komplett vernichtet.
Und nur die messianischen Versprechungen von Cathie Wood können uns da ein bisschen retten. Wir sehen Rohstoffe heute unter Druck, auch kein Zufall. Einfach die Investitionsquote von Investoren in Rohstoffen war immens, dass da mal auch etwas zurückschnappt, ist nicht verwunderlich. Wir sehen zum Beispiel, glaube ich jetzt, der Lumber ist 8 Tage in Folge gefallen, seit dem Hoch 24,3%. Der Juli Future und der Bitcoin eben, wie gesagt, seit dem 7. Mai auch ein bisschen was unter Druck. Und jetzt eben die Frage, wie schaut es denn aus mit der Wirtschaft, wie schaut es aus mit der Inflation, wie schaut es aus mit diesem Boom? Kommt der nicht so? Jedenfalls sehen wir, dass der City Economic Surprise Index jetzt auf dem tiefsten Stand seit 2020 notiert. Das bedeutet, dass die hereinkommenden Konjunkturdaten, so wie gestern etwa die US-Immobiliendaten, in der Regel doch enttäuschen. Also die Abweichung von der Erwartung ist derzeit so schlecht wie seit Juni 2020 nicht mehr. Seitdem ging es eigentlich immer bergauf. Klar, Corona-Krise, Lockdown, alles schiete und dann kam es doch nicht ganz so schlimm. Aber jetzt kommt es eben doch nicht ganz so gut, wie viele gedacht und erhofft hatten. Wir sehen nach wie vor eben dieses Mantra der Notenbanken transitory. In Sachen Inflation hier mal eine Grafik von Arbor, die zeigt, wie dieses Vokabular vorübergehende Inflation nicht nur bei der Fed, sondern bei allen Notenbanken derzeit nach oben schießt, als gäbe es keinen Morgen. Das ist sozusagen der Bitcoin-Chart von heute, wenn man so will, der Bitcoin-Chart damals und jetzt ist der Transitory der neueste Schrei an den Märkten. Wir sehen aber, dass die Anleihenmärkte zunehmend daran beginnen zu zweifeln. Die US-Renditen, die halten sich, aber hier in Europa steigen die Renditen. Die deutsche 10-jährige Bundesanleihe jetzt unter minus 1,0%. Das ist der höchste Stand seit 2 Jahren. Also es geht nach oben mit den Renditen. Hier sehen wir mal einen Chartvergleich in dem Artikel von Claudio Kummerfeld von finanzmarktwelt.de. Der DAX hier nach oben gehend, die Anleiherenditen immer nach unten gehend. Und wir sehen das jetzt, diese Grafik habe ich jetzt nicht für Sie, aber es gibt eine Grafik, die klar zeigt, dass jetzt die Renditen aus dem Abwärtstrend ausgebrochen sind und dass obwohl die Rhetorik auch der EZB konstant ist, wir werden weiter QE betreiben, wir werden nicht aufhören damit etc., aber irgendwie riechen die Märkte, da stimmt etwas nicht und sie riechen es schon deshalb, weil die Inflationserwartungen auch in Deutschland jetzt auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen sind, also man sagt, auch die EZB ist hinter der Kurve und genau das schafft diese Nervosität derzeit an den Märkten insgesamt, dass man da ein bisschen hinter der Kurve ist. Und warum ist man in Sachen Inflation vor allem hinter der Kurve? Das hat Sven Henrik, glaube ich, heute gut thematisiert, indem er sagt, ja, die Unternehmen werden ihre Preise nicht sofort senken, selbst wenn jetzt die Inputkosten dann wieder fallen sollten. Die sind ja zuletzt massiv gestiegen. Etwa die Kosten für Rohstoffe, für Materialien etc. Und warum tun sie das nicht? Weil sie eben wahrscheinlich vor dem Problem stehen, dass sie höhere Löhne zahlen müssen und dann haben sie zwar geringere Inputkosten, was die Materialien betrifft, aber sie haben höhere Personalkosten, was Human Resources betrifft. Genau das ist der Punkt und dementsprechend ist wahrscheinlich die Fed hier eben hinter der Kurve und das riechen, das ahnen, das schmecken die Märkte bereits. Daher, wie gesagt, diese Nervosität und die sehen wir hier mal in einem Chart. Da sehen wir die New York Advanced Decline Linie. Also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Kürzlich hatten wir Panic Selling, dann hatten wir Panic Buying, jetzt hatten wir heute wieder Panic Selling. Also entweder alles steigt oder alles fällt, das ist sozusagen derzeit das Muster. Aber insgesamt sind das alles natürlich Aussagen von mir, wie auch von Sven Henrik, von Steinzeitboomern, die von Bitcoin null Ahnung haben, die gar nicht kapieren, dass die Zukunft nur Bitcoin ist oder nur Ether ist und alles andere wird sterben. Wahrscheinlich ist aber die Realität ein bisschen komplexer und der Sven Henrik und andere und ich haben eben vielleicht schon manches an den Märkten gesehen, kommen und wieder gehen sehen, während eine junge Generation erstmal nur kommen sieht und davon ausgeht, ja, was kommt, das bleibt, aber dann eben auch die Erfahrung machen muss, wie wir einst in der Dotcom-Blase schon, dass manches eben auch wieder verschwindet, vielleicht das meiste sogar wieder verschwindet und nur das wenigste bleibt und das wenigste wird dann sehr groß und sehr mächtig und das allermeiste verschwindet und wird unwichtig und verschwindet eben schlichtweg im Nirvana. Also, es ist die Liquidität. Stupid. Das ist der Punkt. Es ist die Ahnung, wenn die Geldpolitik der Notenbanken
gezwungenermaßen sich ändern wird, dann ist die Party nicht nur an den Aktienmärkten vorbei, wahrscheinlich nicht nur an den Rohstoffmärkten vorbei, sondern eben auch bei den Kryptowährungen übergeordnet. Wie gesagt, da kann es Ausnahmen geben. Die Flut hebt alle Boote, aber wenn die Flut vorbei ist, sieht man eben auch, wer nackt gebadet hat. Und das werden wir dann genau sehen, wer nackt gebadet hat. Ich hoffe, Sie haben heute ein schönes Erfrischungsbad, wahrscheinlich auch nackt. Ich wünsche einen schönen Feierabend jedenfalls und sage Servus und Ciao.